Ja, hallo, hier ist Julian und hier haben wir nicht etwa ein iPad Mini, sondern das Arcos 80 Platinum für euch. Das hat ein 8 Zoll Display mit 1024x768 Pixel Auflösung, 1,2 GHz Quad-Core Prozessor und eine 8-Core GPU. Das heißt, ist spezifikationenmäßig wie das Nexus 7 natürlich ziemlich ähnlich, aber ja, hier ist eben von Arcos, aber auch ein pures Android installiert. Das heißt, es wurden keine Modifikationen gemacht, was natürlich auch gar nicht so schlecht ist. Wir schauen uns mal noch kurz an, was hier für Anschlüsse sind. Hier an der Seite haben wir nichts. An der Oberseite haben wir einen kleinen Ein-Ausschalter, einen Micro-SD-Slot, ein Mikrofon, einen HDMI-Anschluss und da ist der Ein-Ausschalter, sorry. Hier oben ist der Home-Button, der hier eingebaut ist. Hier haben wir auch nichts und an der Unterseite haben wir einen Kopfhöreranschluss und einen Lautsprecher. Anders wie das Nexus 7 gibt es auch hier eine Kamera, leider ohne Blitz, aber ja, die sollte vermutlich eh nicht so gute Bilder machen. Hier noch ein Arcos-Logo und nochmal hier Arcos 80 Platinum. Natürlich auch, wie gesagt, HDMI hat das Ganze. Das heißt, hier kann man wirklich ja, auch das Ganze an Fernseher anschließen, um somit dann ja, die Daten eben oder einen Film anzuschauen oder eben auch ein Spiel zu spielen. Wir haben jetzt mal kurz hier Angry Birds geöffnet. Mit einer Hand geht es natürlich ziemlich schwer, das zu steuern, aber ja, ich wollte nur damit zeigen, dass es eben alles ziemlich flüssig läuft. Wir schauen nochmal kurz ins Menü rein, wie viel Speicherplatz wir hier haben. Jetzt wurde Settings beendet, leider, aber ja, das macht es nicht. Ja, das war es dann eigentlich im Prinzip von dem Arcos Titanium Platinum 80. Vielen Dank fürs Zuschauen bei techlife.de und bis zum nächsten Mal. Tschüss.